Ja, Suzanne Naville, herzlich willkommen an der Hochschule für Heilpädagogik. Dein Nachlass befindet sich größtenteils in der Gosteli-Stiftung in Bern, im Schweizerischen Frauenarchiv. Du hast aber noch sehr viel zu Hause an Unterlagen und du bist dran, das zu sichten, zum Teil wegzuwerfen, darüber wieder zu reflektieren. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt in diesem Moment, in dieser Phase auch, dich hier einladen konnten und dass du hier bist und uns erzählst zu den Entwicklungslinien der Psychomotoriktherapie. Ihr studieren vom zweiten Studienjahr. Ihr habt euch Fragen an Suzanne Naville zusammengestellt. Ihr seid ausgegangen von Entwicklungslinien, die ich euch so quasi vorgekaut habe oder die ich vorher recherchiert habe, so als eine Art, wie soll ich sagen, Zwischengeneration zwischen dir und euch. Und ihr habt sehr viele Fragen gehabt. Es wird nicht möglich sein, dass du auf alle Fragen eingehen kannst. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch neue Fragen auftauchen. Also mit diesem Risiko müssen wir leben. Aber vielleicht gibt das auch Anregungen für den weiteren Unterricht. Ja, wie gehen wir vor? Also wir haben eine Art Bilderbuch zusammengestellt. Ja. Also Bilder, die eine Bedeutung haben für die Psychomotorik, für die Geschichte der Psychomotorik und auch für dein Leben, denke ich. Also wir haben die bisschen weniger. Zum Teil aus deinem Privatarchiv, zum Teil aus der Gosteli-Stift und wir gehen diesen Bildern noch durch. Ja. Archiviertes kann nie lebendig gemacht werden. Archiviertes ist Information, Grundlage für weitere Generationen. Ich habe mich in Europa verabschiedet von den verschiedenen Kongressen des Europäischen Forums und anderen Kongressen. Und dann habe ich gedacht, ich muss langsam eigentlich dann in die Pension gehen. Und ich wollte im Grunde genommen alt und dick und gemütlich werden. Aber irgendwie ist es bis jetzt noch nicht geschehen. Aber Sie können ja das dann beobachten in den nächsten Jahren. Und dann habe ich mich verabschiedet vom Forum in der Lenk, das eines der größten Erlebnisse war. Und ich werde darauf noch zurückkommen, weil da alle unsere Ahnen von der psychomotorischen Therapie gewirkt haben, Einfluss genommen haben. Besonders natürlich Tudi Schoop. Und ich hoffe, Sie werden Ihr Buch lesen, das in diesem Haus noch da ist. Es ist vergriffen und man kann es überhaupt nirgends mehr finden. Aber hier in der HFH ist dieses Buch noch. Und im Grunde genommen habe ich dann bei Treffen ganz alte Pioniere, ja, solche, die kaum ein Studium hatten und schon gearbeitet hatten, treffen wir uns einmal im Jahr. Und sie haben gesagt, sag mal, was machst du mit deinen 50 Ordnern? Ich habe gesagt, die schmeiße ich weg. Waff, große Empörung. Und die Vreni König hat gesagt, weißt du was, ich hole mal so ein paar und sehe, was wir daraus machen. Und wir haben dann zusammen 2 Jahre gearbeitet. Das finden Sie, wie gesagt, bei Frau Gosteli. Und Frau Gosteli ist eine großartige ein Erlebnis. Also es ist eine Frau, die Leib und Seele so lebendig hat und engagiert war. Und sie hat die Hypnotherapie in der Schweiz eingeführt, vor vielen Jahren aus London. Und man weiß über die Frau fast nichts. Es gibt aber 3 Bücher. Ich komme jetzt zu einer Ihrer Fragen, das therapeutische Verständnis und das Arbeiten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Frage gestellt hat, wahrscheinlich in einer Gruppe. Der Wandel des therapeutischen Arbeitens wurde nachgefragt. Und natürlich kennen Sie den Namen von Ajuria Guerra. Das war ein Baske, der musste aus politischen Gründen fliehen und war Professor in Paris. Und der Ajuria Guerra hat eine ganze Gruppe von interessierten Neurologen, die die Neurologie langsam bis zum Menschen kommen ließen. Wenn ich das sage, ist das so ein bisschen keck. Aber die Neurologen jener Zeit haben einfach nur das Gehirn gesehen. Das ist jetzt wieder ganz aktuell natürlich in der Forschung der Alzheimer und aller anderen Forschungen. Und eigentlich führend sind Magistretti und Osserme, wieder 2 in Lausanne an der EPEL forschende Menschen. Der eine ist Neuropsychiater und der andere ist Neuroforscher. Und die haben das erste Buch vor 3 Jahren geschrieben, wo sie nicht rivalisieren,
sondern wo sie zusammenbringen die Psychoanalyse und die Hirnforschung. Das Buch heißt A chacun son cerveau oder auf Deutsch ein schwerfälliger Titel, Die Individualität des Gehirns. Und da zeigt der Forscher, der Gehirnforscher auf, welche Modelle irgendwie zum Tragen kommen bei großen emotionellen Krankheiten, Schwierigkeiten und Depressionen. Die psychomotorische Therapie in der Schweiz hat wissenschaftlich begonnen, 1907, später 1950, 55, 58. Und die Praxis der psychomotorischen Therapie war damals noch nicht erfunden, weil eine ihrer Fragen hat geheißen, was hat sie motiviert oder gelüstet, diesen Beruf zu ergreifen? Den gab es nicht. Also sie müssen mit mir wieder zurückkommen in die Vergangenheit 1959, 1960. Ich hatte unterdessen heilpädagogisch mit Bewegung gearbeitet und da mein Mann nach Genf versetzt wurde, wurde ich dann angefragt, in Genf einmal meine Arbeit vorzustellen. Und da haben sie gesagt, ja, c'est la rééducation psychomotrice, ce que vous faites. Weil nicht einfach nur die Motorik, sondern eben auch die Befindlichkeit, die Emotion und der soziale Austausch war. Und ich habe dann die erste Stunde sozusagen gegeben in einem ganz alten Genfer Haus. Und ich bekam drei Kinder. Der eine Jugendliche, der sprang gleich durchs Schminne rauf und fiel dann kohlenschwarz wieder runter und hat geweint. Ein Mädchen war autistisch, hat sich umgedreht und ist in eine Ecke gegangen. Und der letzte Knabe, der raste überall rum und versuchte, weil das ein Esszimmer war, alle Servietten der Zöglinge, muss ich sagen, in dieser Zeit, wieder einfach auf einen Haufen zu werfen. Und ich stand da und hatte Gott sei Dank André Grier, der Chef der heilpädagogischen Institutionen bei mir. Und er sah mich ratlos an und sagte, ja, was sollen wir jetzt tun? Habe ich gesagt, wissen Sie was, wir singen mal die Escalade. Und da kam der schwarze Kaminfeger und sagte, das kann ich auch. Weil in der ersten Klasse wird die erste Strophe gelernt, in der zweiten die zweite Strophe. Es hat aber 39 Strophen. Also kann niemand in Genf je die ganze Escalade durchsingen, aber die meistens zwei, drei Strophen. Und dann sind wir hingegangen, der andere hat sich ein bisschen beruhigt. Wir haben dann die Servietten ein bisschen geschmissen und dann wieder gefaltet und so. Wir waren schon so. Und André Grier hat alles mitgemacht. Und ich habe ihm gesagt, je vous rends mon tablier. Das heißt, ich gebe auf, so kann ich nicht arbeiten. Und er hat gesagt, wissen Sie, ich denke, es war keine gute Auswahl, ein autistisches Kind, ein hyperaktiver und ein, sagen wir, interessierter Schminegänger, alle in eine Gruppe zu bringen. Ich denke, wir müssen in die Spezialklassen gehen. Das waren les leçons d'observation, das waren Kinder, die sehr verhaltensauffällig waren, in der Kinderpsychiatrie nicht genügend, um sie in die Kinderpsychiatrie zu geben, aber auch nicht tragbar in einer Form von Integration in der normalen Schule. Und so sind wir von Klasse zu Klasse gegangen und das hat sich dann ganz langsam entwickelt. Und mit der Zeit haben wir ein neues Zentrum bekommen. Und ich durfte in diesem Saal auswählen, was ich gern wollte. Ich habe gesagt, Licht und Luft. Und dann konnte ich ein Fenster heruntergeben und die Kinder konnten in eine Wiese, wenn die Unruhe zu groß war. Und wir konnten dann draußen in der Natur weiterhin psychomotorisch arbeiten. Nun ist es so, dass im Grunde genommen der erste Schritt in die deutsche Sprache kam über Bern. In Bern war Professor Züblin der Leiter der Kinderpsychiatrie und er hatte irgendwie gehört von Genf nach Bern, also über den Röstigraben oder gerade vorher, dass da etwas Neues sich entwickelt habe bei Jajiria Gera. Und er kam mit seinem ganzen Team und hatte gesagt, wissen Sie, es ist hochinteressant, diese Arbeit, aber wie soll ich das auf Deutsch verstehen? Machen Sie mir doch eine einfache, aber ganz einfache, nicht von Synesthesie und Paratonie und so Dinge. Da will ich nichts hören von dem. Ich will, dass Sie mir genau sagen, was ist Ihr Ziel? Was will die psychomotorische Therapie? Und im Grunde genommen
habe ich dann versucht, 1964, also nach 4 Jahren Erfahrung, Austausch, Gruppen, Teamarbeit, habe ich versucht, das auf Deutsch zu formulieren. Die Psychomotorik-Therapie sollte immer als Verbindung von sensorischer Wahrnehmung, das kommt aus dem Französischen, es wäre die Körperwahrnehmung, die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, würden wir jetzt sagen, Verbindung von sensorischer Wahrnehmung, von kognitiver Verarbeitung, von motorischer Ausführung und von emotioneller Färbung verstanden werden. Ihre Komplexität erlaubt keinerlei Unterteilung in verschiedene isolierte Funktionen oder in Abgrenzung, und jetzt werde ich ganz einfach, zwischen Erleben, Handeln, Erkennen und Gestalten. Um das geht es grundsätzlich. Zu Ihrer nächsten Frage komme ich die psychomotorischen Modelle und ihre Wahrnehmung. Entschuldigung, ich glaube, Sie haben mich noch gefragt, wie ich mich legitimieren musste. Keine schöne Geschichte. In Genf musste ich nicht einmal sagen, was Psychomotricité ist. Das wusste man. Denn in allen Klassen wurde psychomotorische Erziehung gelehrt, mit 12 bis 15 Kindern, mit der Lehrerin. Das war so eine erzieherische Aufgabe. Dann gab es die psychomotorische Förderung mit kleineren Gruppen, hauptsächlich jungen Kindern, 3 bis 5 Jahre. Und das war keine therapeutische Aufgabe, sondern eine Förderaufgabe. Und dann gab es die Therapie nach einer sehr ausgefeilten, langwierigen Diagnostik. Ich hatte immer Zeit, 3x3/4 Stunden mit einem Kind zu arbeiten, damit eben nicht mehrfach die Motorik angeschaut wird, sondern dialogsprachlich der Kontakt, die Spielfreude, all diese Dinge. Dass das alles abgeschnitten wurde in Zürich, das ist eine andere Geschichte. Aber ich komme dann schon nochmal darauf. Da nun in allen Schulklassen von diesen verschiedenen Gebieten, und Genf ist klein, ist eine Republik, aber ist klein, da gab es eben diese speziellen Fachteams. Und die Fachteams waren verantwortlich für alle Arten von Schwierigkeiten bei Kindern, schulische, familiäre, vielleicht auch physische Probleme, erziehungsschwierige. Und in diesem Team war der Chef der Kinderpsychiater zugleich Neurologe. Dann kamen 2 Psychologinnen, eine mehr diagnostisch, eine mehr familientherapeutisch. Das war ja für mich ein Schock, dass man hier in Zürich 1960, 65, 70 noch nicht familientherapeutisch gearbeitet hat. Und dann kam nachher dazu zu diesem Team außer Arzt, Psychologin, Logopädin, Psychomotoriktherapeutin, Sozialarbeiterin und eine eingearbeitete Sekretärin. Und nun, die Legitimation war eigentlich meine Vorbereitung für die Therapiestunden, dann die Nachbereitung der Therapiestunden und dann das Nachgespräch im Team, das jede Woche einen ganzen Nachmittag dauerte. Die Lehrerin oder der Lehrer, der Erzieher, die Erzieherin kamen zu diesem Team dazu und da wurden die Kinder, die Fortschritte, die Probleme, wer muss mit den Eltern sprechen, da wurde entschieden, soll jetzt zuerst Psychomotoriktherapie, dann Logopädie, umgekehrt wurde das besprochen, jede Woche und intensiv während der Sommerferien, während 2 Wochen, weil da wieder neue Kinder waren. Und so war eigentlich die Legitimierung ein Thema für mich, als mein Mann versetzt wurde nach Zürich, und zwar ein Schockerlebnis. Im Kinderspital hat ein Professor, ein Neurologieprofessor, schon Montagmorgen gesagt, ja, Sie mit Ihrer diffusen und unseriösen Diagnostik. Und dann irgendwann ist mir der Kopf so gewachsen, dass ich gesagt habe, Herr Professor, sagen Sie mir einmal, wenn Sie das Gleichgewicht prüfen bei einem Patienten oder einer Patientin, wie entscheiden Sie die Abwägungen? Sagte er, ja, die sehe ich doch. Sage ich, ja, und ich sehe das nicht, was eine Störung ist oder keine Störung. Und dann kam er auf die andere Seite und sagte, ja, vielleicht haben Sie recht, als letzte Mal bei der Gleichgewichtsprüfung und bei der Fingernasenprüfung
habe ich eigentlich daran gedacht, dass man beschreiben könnte. Aber wissen Sie, das ist unwissenschaftlich. Für mich ist die Beschreibung, besonders nach gewissen Jahren der Beobachtung, die sicherste, um nicht neben dem Kind hinwegzusehen, weil man standardisierte Tests ankreuzt. Die sind gefährlich. Da muss man persönlich dann einen sehr differenzierten Kommentar dazu geben. Und die Legitimation, das hat jetzt 40 Jahre gedauert und ich bin mir das gewöhnt. Die lustigste Legitimation war, als im HPS, wir waren in den roten Zahlen und hatten kein Salär mehr, und da kam ein neuer Administrator. Und der war ganz allein in diesem alten Haus, das Sie vielleicht noch kennen. Und ich wusste, dass er am 1. August beginnt. Und ich habe ihm einen Kuchen gebracht und ein Blümchen und habe gesagt, also ich begrüße Sie herzlich. Ich denke nicht, dass irgendjemand da ist, sagt er. Wissen Sie, das ist ein verrücktes Institut. Da hat es ein Mischopsycho, nein, das heißt Motopsycho, diese Abteilung. Und dann hat er gesagt, ich schaue nach, es heißt psychomotorische Therapieabteilung. Kennen Sie da etwas? Habe ich tief geatmet und gedacht, wie erkläre ich ihm das möglichst gut? Sagen Sie, was für Sport treiben Sie? Sagt, ja, für mich gibt es nur Fußball. Aha. Sage ich, sehen Sie, jetzt ist da ein Jugendlicher, der möchte Fußball spielen und jedes Mal, wenn er auf den Ball zugeht, geht das Bein nebenan. Und wenn er einen Ball nehmen will, dann greift er daneben. Sagt er, ja, der ist ja debil. Sage ich, nein, der ist nicht debil, der ist sogar hochintelligent in der Schule. Sagt er, das gibt es nicht. Intelligente, die nicht shooten können. Naja, habe ich gesagt, sehen Sie, das gibt es eben. Und die werden dann ausgelacht, ausgegrenzt. Und die werden dann schwierig. Ich meine, was sollen die machen? Wütend werden, um sich schlagen, sich zurückziehen, Kasperle spielen, sodass niemand anders sie überhaupt je noch Zeit hat, die Lehrerin sich abzugeben mit den anderen. Sagt er, das ist eine gute Sache. Also da komme ich dann mal hin. Er hat uns den wunderschönen Saal im Neptun. Er hat uns die Finanzen immer wieder geregelt. Er hat mir mit dem Budget geholfen und wir sind auch heute noch immer befreundet. Ich komme nun zu den Modellen. Sie haben in Ihrem Buch ein Modell, das ist einfach ein Kreis und es hat ein paar Kuchenschnitte. Und diese Kuchenschnitte waren bis zu 1950, sagen wir bis nach dem Zweiten Weltkrieg, ziemlich einfach. Sie hatten hier die Rhythmik als musikalische Erziehung, sie hatten den Tanz als künstlerischer Ausdruck und sie hatten Gymnastik mit allerdings hervorragenden Methoden, die aus Schweden kamen und in Deutschland besonders Fuß gefasst hatten. Und man war entweder Rhythmikerin oder Gymnastiklehrerin oder Tänzerin. Nun sehen Sie auf einem weiteren Modell, das Sie haben, den gleichen Kreis mit sehr, sehr vielen verschiedenen Körperatemtherapien. Es sind alles Therapien, die Leib-Seele in Harmonie bringen wollen. Man nannte das dann auf Deutsch Körper, Seele, Geist. Und in Zürich habe ich dann einmal eine Studie gemacht und habe 42 verschiedene Therapieformen gefunden, die in Zürich von amerikanischen, englischen, französischen, italienischen Einflüssen in Zürich sich hingesetzt haben, weil da das Interesse besonders groß war. Und wenn Sie jetzt dieses Modell vor sich haben, und das Chaotische, haben Sie das alle gefunden? Ja, da mussten die Psychomotorik-Therapeuten sich irgendwie positionieren. Ich kannte eigentlich sehr wenig Heilpädagogik, denn ich muss Ihnen sagen, es gab in Genf keine wirkliche Heilpädagogik. Das war jetzt der Vorteil, weil es da Lutz und Mohr gab, Hanselmann, der schon mit Scheiblauer, der Rhythmikerin, zusammengearbeitet hatte. Und da gab es eine Tradition. Und die Tradition, die hat eigentlich in der Heilpädagogik hauptsächlich mit Schwerstbehinderten oder sagen wir, ja, mit damals nannte man das Taubstumme, war Mimi Scheiblauers Werk, das aufzubauen. Und da gab es eine Grundlage aus heilpädagogischer Sicht. Und Sie sehen das nächste Modell. Die Heilpädagogik hat für ihre Bewegungsförderung
Rhythmik, Gymnastik und auch modernen Tanz genommen. Das ist ein viereckiges, es ist leicht gefärbt. Und oben ist Neurologie und Psychiatrie, die hatten damals noch weniger Körpertherapien. Sie sehen da die bioenergetische, die Musiktherapie, Tanztherapie bei der Psychiatrie und die funktionellen Bewegungslehre, ob das Bobat, Kobat oder was immer das war, waren verschiedene Techniken. Wo haben wir uns positioniert? Ausgehend aus der Heilpädagogik, aber in Verbindung mit Neurologie und Psychiatrie, das Rote, das wäre Ihre Identifikation auch heute noch gültig. Es ist so, das Modell hier, das ist sehr alt. Ich würde das heute wahrscheinlich ein bisschen differenzierter machen. Aber es ist so, dass irgendwie bei den Schulpflegen, bei diesen Vorträgen, bei den Kinderärzten, bei den Elternabenden, bei aller Informationstätigkeit, die ja gemacht werden musste, und da ich allein war, musste ich die allein machen. Also ich habe das versucht wieder herauszufinden. Ich glaube, in 10 Jahren 146 Vorträge gehalten. Und jedes Mal ein anderes Publikum und eine andere Zeit und ein anderer Schwerpunkt. Aber die Berufsidentität, die Sie hier haben, das ist nicht zu vergleichen mit der russischen Puppe, die bei Ihnen auch gleich nachher kommt. Ja? Ein Knabe mit sehr schweren psychomotorischen Störungen, der zeichnete seine Situation. Schauen Sie meine Hände an. Einen Kopf, einen Bauch, 2 Stecklein, keine Füße. Ein bisschen noch ein Stecklein, eine Hand. Und er hat gesagt, die andere ist versteckt. Ja, also nur ein Arm war da. Und er hat gesagt, wissen Sie, mit dieser Hand schlage ich um mich, wenn ich immer ausgelacht werde. Im Turnen. Und der Lehrer sagt, du bist eine Flasche, stell dich mal in die Ecke. Und dann aber wollte ich in den Turnverein und man hat gesagt, nein, also der Turnverein kann dich nicht haben, weil wir haben da jetzt ein Fest und da müssen alle ganz genau miteinander turnen. Und da du immer daneben gehst, nur einen Arm nimmst, also da kannst du nicht mitkommen. Und dann werde ich eben wütend und eigentlich, wissen Sie, nur wenn Sie wieder Musik spielen und ich auf dem Bauch, auf Ihren Flügel liegen kann, dann beruhige ich mich. Ich weiß nicht, warum die Wut weggeht. Sag ich, ja, weißt du, ich spiele dir natürlich eine Musik gegen die Wut. Natürlich, klar. Sagt er, können Sie das? Ja, können Sie mich auch wütend machen? Und dann bin ich, ja, kann ich dich schon wütend machen, ja, wenn man so wirklich dreinschlägt. Sagt er, das möchte ich auch. Sag ich, ja, wenn du nächstes Mal wütend bist, dann kommst du ans Klavier und schlägst deine Wut aufs Klavier. Das hält nämlich viel aus. Und so sehen Sie, Sie hören schon, für mich persönlich ist Musik ein ganz wichtiges Moment und Element auf der emotionellen Seite. Die Babuschka habe ich dann von ihm übernommen, weil er gesagt hat, wissen Sie, da ist es so, wenn ich mit Ihnen was Lustiges gemacht habe, er war in Einzeltherapie, dann kommt von außen irgendetwas in mein Herz. Und wenn Sie Musik spielen, dann kommt von meinem Herz etwas heraus, dass ich nicht mehr so wütend sein muss. Und dieses Bild habe ich dann umgeformt in die Babuschka, weil in der Babuschka ist sichtbar natürlich die Motorik zuerst. Dann kommt die Wahrnehmung. Dann aus der Wahrnehmung entsteht das Körperschema. Aus dem Körperschema entsteht die Lateralität, das heißt die Händigkeit, Seitigkeit, hauptsächlich die Seitigkeit, Orientierung nach rechts und links. Und von da heraus kommt die Raumorientierung und von da heraus kommt dann die Graphomotorik. Das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Wenn man die Babuschka herauszieht, so ist immer wieder der ganze Mensch dabei, auch wenn ich jetzt einmal mehr in der Raumorientierung therapeutisch arbeite oder ob ich mehr in dem motorischen Bereich arbeite oder in der Körperwahrnehmung. Und Sie haben dann zur Ergänzung noch, wie diese Babuschka auseinandergenommen wird. Das ist dann, da sehen Sie, wenn Sie es mit der Vergrößerung anschauen, alle Elemente, die therapeutisch wichtig sind in unserem Beruf. Ich komme nun zur Bedeutung der Musik in der Psychomotoriktherapie. Das heißt, wir müssen sehr differenziert mit der Musik in der Therapie umgehen, nach Altersstufen, nach Entwicklungsstufen und auch nach dem
der Möglichkeit der des musikalischen Einsatzes. Es ist so, die eine Frage von Ihnen kam, warum war das Klavier so wichtig? Also das Klavier war bei der Selektion immer das Schreckensgespenst. Und das wurde dann immer noch größer gemacht, wobei, ich erinnere mich an Eignungsprüfungen, da hat jemand Trompete gespielt oder es hat jemand Perkussion gemacht. Das ist eben auch schon eine gewisse Musik, ob ich so mache. Das sind die Anfänge von musikalischen Elementen in unserem Art. Und wir denken an Musik, was weiß ich, an Beethoven oder Brahms oder sowas. Das wäre nicht der Sinn, sondern die musikalische Integration in die therapeutische Arbeit, die beginnt ganz, ganz einfach. Warum haben wir Klavier genommen? Sicher Einfluss von Dalgros. Ich bin eine große Verehrerin von Dalgros. Ja. Es wäre der Wert, Französisch zu lernen, nur für dieses Buch schon. Das hat so viel Humor und so viel Einsichten und so viel psychomotorische Inspiration, dass ich das jetzt auch immer wieder mal lese, um einfach zu sagen, weißt du, Dalgros, wo immer du bist eigentlich der erste genialste Psychomotoriker. Und er hat immer mit der Musik begonnen. Wobei bei mir ist wahrscheinlich eher die Bewegung im Vordergrund mit der Musik. Aber Klavier, warum? Klavier, weil man am meisten Möglichkeiten hat, Tonarten zu wechseln, die emotionell beeinflussen. Tonarten ist nicht nur Dur und Moll. Studieren Sie mal, wie viele Kirchentonarten es gehabt hat. Dass man pentatonisch arbeiten kann, ohne je daneben zu greifen, ist eine großartige Sache. Man kann den Bären machen mit der Faust, ja, und dann das Eichhorn mit dem Finger. Und eigentlich wollte ich dann immer von unseren Musikdozenten, dass sie den Fünf-Fingermarsch zeigen. Das ist ganz einfach. Man muss irgendwie etwas Marschartiges haben, das die Kinder mitreißt oder beruhigt. Und das wäre dann eher der Walzertakt, der beruhigt. Und jetzt erlaube ich mir, mit Ihnen eine persönliche Musikerfahrung zu machen. Und zwar weiß ich, dass Sie alle scheu sind und in der deutschen Schweiz darf man das nicht und so. Ja. Aber Sie alle können ganz sicher murmeln. Können Sie mal ein bisschen höher gehen? Und runterkommen. Ganz unten beginnen. So tief wie das geht mit den. Voilà. Das ist schon ein Element, das Sie benutzen können, Kinder, die nicht singen, keine Töne von sich geben. Murmeln ist etwas, mit dem man auch schimpfen kann. Versuchen Sie das mal. Böse, noch viel böser, noch viel böser. Ja. Das heißt, ich beginne mit der Vibration der Stimmbänder. Ja? Und diese Stimmbänder, die sind nämlich ganz genial. Denn wenn ich einen Ton denke und ich habe noch ein bisschen Atmung in meinen Lungen, und wir haben immer Reserve, weil die Atmung geht ja da, hier. Wenn ich also ausgeatmet habe, kommt sie hier vergebens rein. Ich muss gar nicht einschnaufen, ja? Und einziehen muss ich nicht, das kommt alles von her. Und nun ist es so, wenn Sie einen Ton denken, könnten Sie ihn summen. Also nicht mit den Lippen so ein bisschen. Versuchen Sie das mal. Klopfen Sie mal ein bisschen. Gehen Sie mal ein bisschen höher. Kann man schon Handorgel spielen, wenn man ein bisschen frecher ist. Ja, genau. Also, Sie sehen, solche Dinge sind schon musikalische Elemente, weil sie einen Anfang und Schluss haben, meistens. Ja? Und jetzt versuchen wir in der ganzen Gruppe mal den Schluss nicht zusammen zu machen. Sie haben jetzt schon Ton in sich und es wäre nett, wenn Sie einmal den Ton einfach ausatmen. Haben Sie einen Ton?
einatmen und ja, nicht zusammen aufhören, es wäre schade. Das Ausklingen ist am schönsten. Würden Sie einen anderen Ton nehmen, die Augen mal schließen und mal versuchen, auch die Vibration in Ihrem Körper zu spüren. Ja? Sie dürfen jetzt bewusst einatmen und sehr schön, wunderbar. Wir haben schon ein ganzes Orchester hier. Es kommt zum letzten kleinen Experiment. Seien Sie mal mutig. Ja, nur einen kleinen Moment. Und versuchen Sie mal, den Atem zu schenken, 3 oder 4 Tönen. Also, ich mache es mal vor, dann müssen Sie sich nachher nicht genieren. Ich habe ja so dickes Hals, wie Sie wissen, ja, ich habe jetzt eben eine Grippe und darum ist mein Ton nicht so herrlich. Aber versuchen Sie, 3 Töne zu haben und so zu versuchen. Viel Atem jetzt. Geben Sie nicht den ersten Ton schon alles. Versuchen Sie so zu spüren, dass jeder noch ein bisschen was bekommt. Und hören Sie nicht auf die anderen. Es ist auf jeden Fall ganz wunderbar. Und enden Sie nicht, wenn jemand neben Ihnen endet. Nicht abbrechen, sondern genießen Sie den letzten Ton. Bis ganz zum Schluss. Einatmen und Augen schließen. Sehen Sie, das sind musikalische Elemente, die Sie brauchen können. Wobei, ich habe jetzt noch gar nichts von der Perkussion gesagt. Ja? Wenn wir schon bei den Experimenten sind, ziehe ich jetzt vor, nehme von der Perkussion etwas. Könnten Sie sich auf die Schenkel klopfen? Nehmen wir alle dasselbe Metrum. Okay. Gehen Sie jetzt zum Kopf. Wie tönt das? Fast nicht. Ah. Und? Pum, 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 pum. Und jetzt noch ein paar Töne dazu. Pum, 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 Schluss. Wunderbar. Okay. Wir kommen jetzt zu Dalkos, zu unseren Ahnen. Dalkos hat ein bewegtes Leben, er ist in Wien geboren und Sie können das alles nachlesen, was mit ihm geschehen ist. Und eigentlich eines dieser Zitate aus den Notbariole habe ich übersetzt. Der menschliche Körper ist ein Orchester, in welchem die verschiedenen Instrumente, Muskeln, Nerven, Ohren, Augen, 2 Dirigenten unterstellt sind, der Seele und dem Gehirn. Das Gehirn und das Gefühl müssten zusammen marschieren, doch galoppiert oft das eine, während das andere im Zeitlupentempo fortschreitet. Das ist ein psychomotorisches Problem, wenn die Seele und der Körper sich nicht finden, wenn sie sich befeinden, wenn sie gegeneinander arbeiten. Und das ist sicher eine wichtige Sache, was Dalkos versucht hat, über die Musik die Harmonie in den Menschen zu geben. Er hat auch mit schwer verhaltensgestörten Kindern gearbeitet. Es war für ihn schwierig, weil er ein Perfektionist war. Und es war schwierig für ihn, weil er ein Komponist war. Man kennt seine Musiken leider kaum mehr. Und im Grunde genommen hat man ihn missverstanden und Sie finden die Foto unter seinem schönen Profil. Da ist ein Mensch auf den Ballettspitzen mit dem Ballett-Tütü und er hat den Dirigentenfrack an.
weil man ihn nicht legitimieren und nicht lokalisieren konnte. Man verstand eigentlich nicht, was er machte. Und die Rhythmisien, das waren also einfach so hübsche junge Frauen, die kein Korsett trugen. Das war zu jener Zeit ein Skandal. Und weil sie auch barfuß tanzten. Aber irgendwie haben die Künstler von Europa verstanden, was Dalcroze wollte. Und die ganze Geschichte von Hellerau ist ja sehr aufregend und sehr interessant. Die finden Sie auch in Ihrer Bibliothek. Und diese ganze Geschichte hat aber gemacht, dass man nie wusste, will er tanzen oder will er Musik komponieren oder will er Choreografien machen oder will er Erziehung machen. Und darum hat Daniel diese... Danke, Daniel. Hat er diese komische Figur Ihnen vorgestellt. Es war aber nicht so, er hat Rhythmikschulen in ganz Europa, Amerika gehabt. Man hat also dann verstanden, dass man Erziehung zum Menschen, nicht zum Künstler, nicht zum Tänzer, nicht zum Musiker, dass man den Menschen erziehen kann über Musik und Bewegung. Dasselbe haben Sie in einem nächsten Bild, das ist Mimi Scheiblauer aus dem Film Ursel und das unwerte Leben. Mimi Scheiblauer war auch eine Ihrer Fragen, was war Ihre Beziehung zu Mimi Scheiblauer? Ich habe das einmal publiziert mit Alice Thaler in einem Buch und für Sie, um es möglichst kurz zu machen, weil wir haben noch viel vor, würde ich eigentlich so sagen, Mimi Scheiblauer war für mich natürlich Rhythmiklehrerin während 20 Jahren. Und sie war genial, sie hat improvisiert, wie man das eigentlich nur im Himmel kann. Ja, also denke ich, habe nie jemand gehört, der so improvisiert auf dem Klavier. Mimi Scheiblauer war aber auch Choreografin, das weiß man weniger. Sie hat zu jener Zeit in der heutigen Oper, das war damals Stadttheater, zusammen mit dem Regisseur sehr viele Bewegungschöre einstudiert, in sehr vielen Opern. Und hat dann immer, je nach Alter, in welchen Klassen wir waren, uns mitgenommen in die Oper. Also sie war eine ganz geniale Choreografin und natürlich Pionierin in der heilpädagogischen Rhythmik. Sie hat begonnen als 20-jährige einzige Frau im damaligen Konservatorium in Zürich. Und sie hat zusammen mit Professor Hanselmann, dem Psychiater und Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Uni Zürich, begonnen. Nun, ich mache ein bisschen weiter. Das ist eine große, lange Geschichte. Der Schlusspunkt mit Mimi Scheiblauer war 1965. Da war ein großer Kongress in Genf. Und wir haben uns an diesem Kongress getroffen. Und sie hat dann später bei uns gewohnt und auch immer wieder mal Ferien gemacht. Also es endete in Freundschaft. Wobei es geht die Legende, dass sie mir verboten hat, in Zürich zu arbeiten. Und das kam von einem Artikel oder Brief. Sie hat gesagt, du gehörst in die Klinik, in die Psychiatrie und meine Rhythmikerinnen, die gehören in die Heilpädagogik. Deshalb war es uns nie erlaubt, mit geistig Behinderten, gehörlosen oder sehbehinderten Kindern in der deutschen Schweiz zu arbeiten. Dazu ging ich nach England oder ich ging nach Kanada. Das war ein Ausweg. Nun komme ich ausdruckstänzerische Aspekte im psychomotorischen Alltag. Ich weiß nicht, wie viel Alltag Sie schon erlebt haben. Aber im Grunde genommen müsste ich Ihnen einmal so ganz fast ein bisschen brutal sagen. Jeder Mensch, der zwei Beine hat, kann tanzen. Das haben Sie auf Ihrem Blatt. Aber Menschen mit psychomotorischen Störungen tanzen eigentlich erst dann, wenn sie keine Therapie mehr brauchen. Und nun müssen wir uns noch einigen, was Sie unter Tanz verstehen. Natürlich gibt es viele Tanzrichtungen. Und Sie haben hier so eine Übersicht von den verschiedenen Entwicklungen. Wenn Sie sehen auf Ihrem Blatt, können Sie es verfolgen. Ich habe mit Kladek getanzt und ich habe mit Gerda Alexander Eutonie gelernt.
Dann geht es ein bisschen weiter. Dann kommt Mimi Scheiblauer. Ah, Entschuldigung, natürlich Bode habe ich nur gekannt von einem einzigen Kurs und mit Medau habe ich Sommerkurse genommen. Dann kommt Rudi Schob, das war das größte Erlebnis für mich, das freie Tanzen wieder zu entdecken nach der kopfigen Ausbildung, dem Studium. Dann habe ich noch getanzt mit Mary Wigmann, mit Kurt Jos, mit Kreuzberg. Ich habe also die großen Meister noch erlebt. Nun kommen wir zu den großen Meistern in der Bewegungsgeschichte, natürlich Rudolf von Laban. In Sorels Buch, Buch des Tanzes, das auch hier im Haus in der Bibliothek liegt, sagt Sorel, der Laban, der war ein Lehrer und war ein Gelehrter. Und er hat als Gelehrter begonnen, weil er zuerst Ethnologie studierte und dann irgendwie auf den Tanz kam. Und dann wurde er Tänzer. Und dann hat er getanzt und hat verschiedene Schulen aufgemacht in München, in Berlin. Während des Krieges musste er fliehen, des Ersten Weltkrieges, bitte 1418, hat in Zürich und in Monteverita bei Ascona zwei Schulen eröffnet. Die Mary Wigmann hat die Ausbildung bei Dalgros gemacht und wollte dann tanzen und ging dann zu Lehrerin. Und Sie sehen, das ist ein ganz langes Netz. Das ist wie ein Krimi zu lesen. Wer, wann, wann. Und die Duncan, die Amerikanerin, die den modernen Tanz nach Europa gebracht hat, die war auch auf dem Monta Verita. Also Sie sehen, das ist zwischen 19 und 1930 war da eine ganz aktive Verbindung von Tänzern, von Lehrern und von Meistern. Mary Wigmann, sie war Leiterin in der Oper Dresden, war in ganz Europa tätig und sie tanzte 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin und 1936 wurden in ganz Deutschland die Mary Wigmann-Schulen geschlossen und verboten. Ich denke, Sie kennen die Geschichte genug, dass Sie wissen, weshalb. Sie haben eine sehr schöne farbige Choreografie auf Ihrem Blatt. Choreografie war Mary Wigmanns Leidenschaft. Und sie hat mit Chören bis zu 120 Tänzern gearbeitet. Sie müssen sich das vorstellen, 120 Leute. Dass so eine Choreografie, die Sie da farbig haben, dann zum Leben kommt auf einer sehr großen Bühne. So viel zu Mary Wigmann. Und jetzt komme ich zu Trudi Schob. Trudi Schob war Tänzerin, Tanzpädagogin und war die erste Tanztherapeutin. Sie wurde eingeladen in die Lenk, kam mit 70 Jahren in die Lenk und gab einen Intensivkurs, dann auch ziemlich regelmäßig, ab 1970, 1973, den Studierenden der Psychomotoriktherapie im Neptunsaal. Ich denke, sehr viele von ihren Praktikumsleiterinnen haben noch mit ihr gearbeitet. Sie hatte eine ungeheure starke Persönlichkeit, eine ungeheure Ausstrahlung und einen Humor, wie ich ihn nie mehr erlebt habe. Ich muss Ihnen gestehen, diese Fortbildungskurse mit ihr in der Schweiz und im Ausland waren für mich die größten Erlebnisse in meinem beruflichen Leben. Ich weiß noch, eines in Remscheid haben wir gegeben und sie sagt, hör mal, Pümpesli, ich war ein kleines Pümpesli, 30 Jahre jünger. Hör mal, Pümpesli, das ist kein gutes Thema, was wir da haben. Die Bewegung beim psychotischen Menschen, wer soll da kommen? Nein, also wirklich nicht. Jetzt versuchen wir doch, gib einmal ein gutes Thema für die Lenk und dann machen wir es nachher in Remscheid. Und wir haben da so alles Mögliche fantasiert und zum Schluss habe ich gesagt, weißt du, wir sagen doch einfach, was wir machen. Der bewegte Mensch, der sich bewegende Mensch. Und vielleicht könnten wir noch sagen, nein, so wollen wir es nicht machen. Wir wollen zuerst sagen, der bewegende Mensch. Zuerst sollen die Menschen sich irgendwie bewegen. Irgendwie. Nicht tanzen. Tanzen gibt einen zu hohen Anspruch. Sich einfach frei bewegen, ist des Menschen Tanz. Und so kam dann zum Schluss ein Workshop, der an vielen Orten gegeben wurde. Das war der sich bewegende Mensch, der bewegliche Mensch
und der bewegte Mensch. Eine sehr lange, intensive Freundschaft hat uns verbunden und ich habe natürlich noch ein ganzes Dossier, Trudi Schoop, mit unserer persönlichen Korrespondenz. . 1907 hat Dupré, ein sehr humanitär und human orientierter Neurologe, was damals nicht selbstverständlich war, hat gesagt, es gibt nun wirklich Störungen, die sehen wir nur schwach in der Motorik, aber die seelischen, das nannte man dann noch, das gab keine Psychotherapie, Sie müssen immer mit mir zurückkommen in die Vergangenheit, diese ganzen seelischen Folgen, wenn ein Mensch ungeschickt ist, seinen Leib nicht spürt, einfach nicht mitmachen kann in seiner Umgebung und durch seine Erziehung schon gestraft wird, da hat er seine erste Publikation 1907 an einem großen Kongress, auch in Paris, erklärt. Er hat kein Verständnis gefunden. Man hat gesagt, er wäre ein Fantast und das würde nicht bestehen. Und so hat er dann mit der Zeit seine Publikationen und seine Untersuchungen psychomotorischer Störungen hat er verlagert auf die Geistigbehinderung. Denn jede Form von echter geistiger Behinderung hat natürlich Koordinationsschwierigkeiten, Raumorientierungsschwierigkeiten, Umsetzung der Körperwahrnehmung, die Sprache, in all diesen Gebieten hat er Schwierigkeiten. Und so ist er dann eigentlich durchgekommen. Und dann ist er halt alt geworden und ist gestorben. Und man hat im Grunde genommen seine Forschungsberichte und seine Kongressberichte über psychomotorische Störungen hat man dann vergessen. Und es gibt dann eine lange, lange Liste von Leuten, die das aufgenommen haben, immer in Paris, dann in Bordeaux, also immer in Frankreich und immer auch Französisch. Und eigentlich, dass der nächste Moment der psychomotorischen Störungen, das war die ganz schlimme Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, 17 bis 19. Hunderttausende in Europa sind gestorben, weil die Soldaten sich diese Grippe, wahrscheinlich war das eine Virusgrippe, das weiß man nicht ganz genau, sind die einfach weggestorben von Tag zu Tag, Hunderte und Hunderte, auch in der Schweiz, auch die Schweizer Armee war damit betroffen. Und nachträglich, so etwa 1920, 21, die überlebt haben, waren massiv ungeschickt, Gleichgewichtsverlust, Koordinationsschwierigkeiten. Und da haben einige Neurologen, es gab damals noch keine Psychoanalyse, denken Sie daran, wann Freud wirklich in die Psychoanalyse gekommen ist. Und da hat man gesehen, das sind psychomotorische Störungen. Die können ausgelöst werden durch leichte motorische Schwächen und durch diese Versagensangst, dieses Ridicule sein, also eben komisch sein in den Bewegungen. Nun, es hat begonnen, eine psychomotorische Diagnostik zu geben und sich weiterzuentwickeln, zusammen mit Professor Ajuria Guerra. Wir saßen beide in einem Bewegungssaal und er hat gesagt, wissen Sie, ich mache zuerst alles Neurologische, das kennen Sie alle. Die Reflexe, die verschiedenen Bewegungen, das Neurologische, die Synkinesien, alle diese Dinge. Und dann hat er gesagt, aber wissen Sie, das Kind langweilt sich jetzt, können Sie nicht mit ihm ein bisschen spielen? Naja, also Ballon, Tücher, was immer. Dann sagte er, und wir waren uns einig, wir müssen eigentlich schauen, wie sind seine Alltagsbewegungen. Also Sie haben Neurologie, Spiele, Alltagsbewegungen. Das Gehen ist Alltagsbewegung, Hüpfen, Springen, über etwas springen für Kinder, das ist Alltagsbewegung. Die wollen wir auch schauen. Dann will ich aber noch ein bisschen Koordinationsbeobachtungen machen. Und dann die Kommunikation zur Therapeutin. Das machen wir nächste Woche. Okay. Dann begann das im Gespräch, kamen die ganzen Sprachschwierigkeiten. Wie ist das Gespräch, wie ist das Spiel, wie sind die Augenkontakte, wie ist die Mimik, wie ist die Haltung des Körpers, wo ist mein Tonus, wo ist sein Tonus. Und er hat diese Beobachtungen aufgeschrieben. Dann kam noch Fantasie, Kinderideen,
Was haben Kinder für eigene Ideen? Musik, Improvisation, Geräusche und Perkussion. Und wir hatten dann so eine Diagnostik für etwa 9 Stunden zusammen gemacht. Das war damals in der Forschungsphase möglich, weil niemand etwas anderes hatte. Ja? Da kann man noch sagen, also Forschung braucht Zeit, das wissen Sie alle. Und dann habe ich dann mit André Grier und den Lehrern und den Erziehern haben wir versucht, was können wir aus dem Bericht der Lehrerin, des Erziehers, der Psychologin und des Arztes nehmen, wer immer dieses Kind gesehen hat. Und so hat sich das ein bisschen zusammengeschrumpft auf 3x45 Minuten. Sie haben Fotos hier mit Kindern, ich weiß nicht, ob Sie sehen, wie die springen. Wir haben dann versucht, mit Fotomaterial festzustellen, wie die Haltung bei einem Sprung ist, der Tonus und wie auch der Absprung ist. Und wir haben da, Sie haben ein ganz gutes mit der Lupe, sehen Sie es vielleicht, das ist die Foto außen rechts. Und dann sehen Sie, der eine kommt gar nicht vom Fleck weg und der andere, der hat die Kraft in den Armen. Und so eigentlich haben wir dann versucht, bei Vorträgen Informationen, das mit Fotos zu zeigen, weil der Film ist zu schnell für Laien. Und wenn man den Film verlangsamt, dann sehen diese Synkinesien, Paratonien, sehen aus wie zerebrale Bewegungsstörungen. Also ist es ganz gefährlich. Ja. Und so haben wir mit dem gearbeitet. Sie sehen auch eine Foto von Ajiria Guerra. Ja, da wäre viel zu sagen. Ich gehe weiter, weil Sie noch irgendetwas hören möchten über die Graphomotorik. In Genf war die graphomotorische Therapie integriert in die psychomotorische Therapie. Es war ein Teil der psychomotorischen Therapie und ich bin heute noch überzeugt, warum ich in den letzten 12 Jahren fast immer nur angefragt werde, graphomotorische Grundlagenentwicklung, Störungen und Therapie zu referieren. Weil die Graphomotorik ist für jedes normal intelligente Kind wichtig in jeder Stufe seines Lebens, denn es dokumentiert, was es denkt in einem Vortrag, was es gehört hat in einem Diktat oder was es beginnt zu schreiben. Ich bin jetzt zurückgegangen. Das Allerschlimmste ist psychomotorische Störung in Form eines Schreibkrampfes. Der Schreibkrampf bei Erwachsenen hat ganz viele Folgen. Da sagt man mir, ja, aber heute nicht mehr. Man kann alles mit dem Computer machen. Naja, ich werde Ihnen 3 Beispiele sagen. Der eine ist ein junger Arzt. Der geht mit seinem Chef auf die Patientenbesuche in der Klinik und soll nun ganz schnell aufschreiben den Namen der Patientin, des Patienten, ein neues Medikament und die Dosierung. Und er geht raus und kann alles nicht mehr lesen. Da haben Sie ein Beispiel, das ist das, Entschuldigung, nein, hat es kein Beispiel, sind alles Kinder. Zweites Beispiel, ein Anwalt muss nach Brüssel und 3 Tage, 4 Stunden Klausur machen, damit er europäisch anerkannt wird. Er hat aber einen sehr schmerzhaften Schreibkrampf schon nach 10 Minuten. Er hat die Prüfung nicht bestanden und er musste die Stelle wechseln. Dann sind alles so Geschichten, die dramatisch sind für das persönliche Leben. Und dann kommt natürlich noch der Architekt und dem sage ich, naja, also Sie nehmen doch den kleinsten Computer mit. Sagt er, nein, wenn ich Leute habe und mit ihnen aufs Feld gehe und dieses Haus bespreche, dann skizziere ich und schreibe hinein und das muss ich so machen, sonst bin ich unglaubwürdig. Also Computer ist zum Teil schon unglaubwürdig geworden. Und vor einiger Zeit wurde ich angefragt, einen Schreibkrampf, der ausgelöst wird, auf dem Computer in Therapie zu nehmen. Schauen Sie sich doch diesen Knaben an, diese Zeichnung vom Leben. Sie müssen es vielleicht ein bisschen vergrößern und sehen dann die ausfahrenden Bewegungen. Der Knabe sagt, wissen Sie, ich bin debil, ich kann nicht schreiben. Sag ich, du weißt, damit Schreiben hat das nichts zu tun, du kannst denken. Sagt er, ja, Sie sind dann schon blöd. Ich meine, wenn ich doch einen Aufsatz schreiben muss, dann muss ich doch zuerst denken, bevor ich schreibe. Sage ich, ja, du
Du kannst ja vielleicht einmal auf Tonband, damals war das manchmal noch möglich, auf Tonband zu sprechen. Sagt er, nein, denn wenn ich einen Fehler mache, gehe ich zurück auf den Tonband, dann ist alles gelöscht. Dann muss ich wieder von vorne beginnen. Also dieser Knabe war sehr unglücklich, er war überzeugt, dass er debil ist, er war überzeugt, dass er nie weiterkommt. Und zum Glück hat dann das Leben, das er nicht richtig leben konnte, auch eine Schrift gefunden. Aber es sind sehr langwierige Therapien, wenn die Schrift schon falsch automatisiert ist. Also möglichst früh beginnen, Kindergarten, da hinein gehört die graphomotorische Förderung. Es war so in der deutschen Schweiz wieder so etwas Exotisches aus Genf. Die Graphomotorik wurde nicht akzeptiert, weder am HPS noch im Kinderspital. Professor Prader kam einmal in eine Therapiestunde und ich hatte am Ende noch dem Jungen ein bisschen geholfen in der Graphomotorik. Er sagt, Sie sind keine Lehrerin, Sie müssen bewegen, nicht schreiben. Und ich hatte dann ein längeres Gespräch mit ihm. Er sagte dann, es ist etwas ganz Modernes, diese graphomotorischen Ausfälle. Und da mein Hobby Geschichte ist, bin ich in den Geschichtsdokumenten einmal ein bisschen graben gegangen. Was habe ich gefunden? Karl der Große. Er war durch die Erweiterung des Frankenreiches ein sehr berühmter Kriegsherr, muss man sagen. Und er hatte einen Mönch, der hat Tagebuch geführt in lateinischer Sprache. Und er hieß Franke Einhard. Und er hat alles beschrieben, das Leben, die Kämpfe, all diese Dinge über Karl den Großen. Wenn Sie ihm noch nie begegnet sind, er lebte 768 bis 814. Er hat das Großmünster gegründet und die Stiftsschule hier in Zürich. Karl war von breitem, kräftigem Körperbau und hervorragender Größe. Und er war ein sehr schöner Mann. Er übte sich im Reiten und Schwimmen, ich mache das ganz kurz. Er hatte keine psychomotorischen Störungen, sicher nicht. Reich und überströmend floss ihm die Rede vom Munde, hatte keine logopädischen Schwierigkeiten. Klar und deutlich vermochte er alles, was er sagen wollte, auszudrücken und er sprach 5 Sprachen. Er zeichnete sich aus durch hohe Intelligenz. Karl erlernte die Rechenkunst. Jetzt hören Sie aber gut hin. Außerdem versuchte er sich im Schreiben. Zu diesem Zwecke hatte er stets Schreibtäfelchen und Büchlein unter dem Kopfkissen seines Bettes, um in schlaflosen Stunden seine Hand an das Nachformen von Buchstaben zu gewöhnen. Er hatte das unter seinem Kopfkissen, dass das niemand sieht, und er hatte schlaflose Stunden, weil er ein ganzes Reich vom Norden bis nach Afrika regieren musste. Doch machte er dabei nur geringe Fortschritte. Er war eben zu spät an diese Arbeit gegangen. Wir gehen nicht zu spät an diese Arbeit. Ich bitte Sie, nehmen Sie graphomotorische Arbeit und Therapie ernst, auch wenn Sie einen Gymnasiasten mit Schreibkrampf bekommen. Sie haben hier, das können Sie dann sehen, noch ein paar Beispiele. Und ich möchte jetzt noch etwas zum Tanz sagen. Was sind Ihre Vorstellungen, wenn Sie von tänzerischen Elementen sprechen, die Sie einbauen wollen in eine psychomotorische Therapie, eine echte Therapie, wo Störungen vorhanden sind? Ich konnte mir gar nichts vorstellen. Was haben Sie für Ansprüche an Tanzfähigkeit? Was haben Sie für Ansprüche an Tanzfantasie? Was haben Sie für Vorstellungen von tänzerischen Elementen? Ich glaube, es ist ein falscher Ausdruck, tänzerische Elemente hineinzunehmen, weil Ihre Umgebung unter Tanz, künstlerischen Tanz, Volkstanz, Ausdruckstanz versteht. Und wenn Sie wirklich Therapie machen, haben Sie niemanden, der das schon kann. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss jetzt auch noch einen kleinen Einstieg geben. Ich nenne das einfach die Bewegung des Menschen. Ja? Die Bewegung des Menschen ist etwas Großartiges.
Weil der Mensch kann so viele Dinge machen mit seinem Körper. Und ich möchte Sie jetzt bitten, mit mir noch durch eine ganz kleine Serie zu gehen. Was wäre ein tänzerisches Element möglich in einer Therapie? Könnten Sie mal nur ein bisschen stampfen? Wunderbar. Denken Sie daran, wenn Sie an einem Tag müde sind und gar nicht in der Laune, irgendwo hinzugehen oder tüchtig zu sein. Das Stampfen über die Reflexzonen gibt uns unendlich Kraft. Müsste ein bisschen länger sein. Ja? Weil es beginnt, und wenn Sie dann noch ein bisschen mit den Armen schütteln, dann sind Sie topfit. Ja? Sogar wenn man Grippe hat, kann man das machen. Ja? Da muss man sich aufbauen mit den Energien. Okay. Wir machen das nochmal, aber wir machen eine kleine Variante. Darf ich bitte ein bisschen zur Seite gehen für die Filmerin? Kann ja. Ich ein bisschen zur Seite gehen? Noch ein bisschen? Ja. Noch ein bisschen? Okay, das können wir dann rausschneiden. Ja, okay. Seien Sie doch so freundlich und machen Sie mal da einen Stampf und da einen Stampf und da einen Stampf. Langsam, wir hetzen uns nicht. Wir machen das ganz gemütlich. Stopp! Wir machen den anderen Fuß, sonst ist der wärmer. Ja? Den anderen Fuß, den anderen Fuß, den anderen Fuß, den anderen Fuß. Okay, jetzt. Wenn Sie das machen, bleiben Sie mal immer auf demselben Fuß. Was würden die Arme gern dazu machen? So oder so oder so oder so oder so oder so. Bleiben Sie beim Fuß, aber versuchen Sie, schauen Sie nicht herum. Versuchen Sie einfach zu spüren, wo würden die Arme gern hingehen. Schlagen Sie sich nicht, machen Sie es einfach klein, wenn Sie eng sitzen. Wir beginnen und bleiben im Rhythmus. Augen schließen, nicht abgucken, was wollen die Arme machen? Ja, wunderbar. Ja, die wollen immer irgendwo anders hin. Machen Sie nicht 10-mal das Gleiche. Ja. Sehr schön. Und kommen Sie zum Schluss. Okay. So, dem anderen Fuß geben wir eine andere Aufgabe. Das sind tänzerische Elemente. Sie sind noch nicht schön, sie sind nicht tänzerisch, aber es beginnt mit etwas, was man eigentlich selber machen könnte. Wir nehmen den anderen Fuß. Spüren Sie den Unterschied eigentlich? Ah, ja, ja, oh, gut. Also, machen wir den anderen Fuß. Ja. Und jetzt. Müssten Sie aufstehen. Eine kleine Drehung. Wir beginnen. Tong, Tong, Tong. Drehen Sie, wann Sie spüren, dass der Körper bereit ist. Irgendwann sagt er, ah, jetzt möchte ich drehen. Können ein paar Schritte dazu machen. Nicht verboten. Ja, wunderbar. Ja. Und was würden die Arme gern machen? Okay. Sehr schön. Ja. Und jetzt machen wir schneller. Hin und her und nicht mehr kreuzen, hin und her und nicht mehr kreuzen. Ja, jetzt sind wir halt in der Disco. Aber versuchen Sie mal aus der Disco herauszukommen. Rauszukommen, andere Armbewegungen. Jeder Arm kriegt eine schöne Schleife zum Abschluss. Noch eine Schleife und noch eine Schleife. Ja, okay, danke schön. Ja, so ging es weiter. Ja. Ganz einfach. Und das nenne ich einfach fantasievolle Bewegungen, eigene Bewegungen. Und eigene Ausdrucksbewegungen kommen dann mit der Zeit. Ja? Weil jeder Mensch hat seine Automatismen und er macht dann immer etwas dasselbe. Ja? Also, dass man immer so macht und dann so macht und so macht und so macht. Nein, so macht und so macht und so und so und so und so. Und ja, dann kommt der Rhythmus dazu, dass man den Rhythmus verändert. Dann sind wir in der Bewegung mit Musik, mit Rhythmus. Zum Abschluss
finden Sie ein Blatt mit einem Menschen. Und das ist eigentlich, was ich Ihnen wünschen möchte. Das eine ist eine intellektuelle Abschlussbemerkung und das zweite wäre von diesem Menschen ausgehend eine mehr psychomotorische Bemerkung. Die erste intellektuelle kommt von Pestalozzi. Zwischen Wissen und Tun ist ein himmelweiter Unterschied. Wer aus dem Wissen allein sein Handwerk macht, hat wahrlich groß Acht zu geben, dass er das Tun nicht verlerne. Und ich hoffe, dass Sie dann in der Praxis immer interessiert bleiben über alle Veränderungen, ja, das Wissen weiter fördern, aber das Tun nicht vergessen. Das Tun geht über Ihren eigenen Körper, über Ihre eigenen Bewegungen, über Ihre Fantasie und Ihre Lebendigkeit. Und mein erster Satz war, Archive sind nie lebendig. Sie sind immer Geschichte und Vergangenheit. Sie sind die Zukunft und machen unseren Beruf lebendig. Das war das Erste. Das Zweite ist ein Wunsch für Sie, wenn Sie das Bild betrachten, sehen Sie, dass er auch ein Bein hochhebt. Und das hätten wir auch tun können, ja, in unserem Tänzchen. Also die Beweglichkeit, den Tonus hat er, einen guten Tonus. Er gibt sich einen Rhythmus und dazu ist Humor und Heiterkeit gefolgt. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das nie verlieren in einem sicher nicht einfachen Beruf, aber den ich jetzt seit etwa 55 Jahren mit Begeisterung immer wieder neu entdecke. Deshalb wünsche ich Ihnen viel guten Mut, viel gutes Gelingen in Ihrem Beruf und verabschiede mich damit von Ihnen. Es ist schwierig, deinen Worten da jetzt was anzufügen. Das wirkt dann so tollpatschig oder möchte ich so stehen lassen. Wir haben auch keine Zeit mehr für eine Fragerunde. Das war so unsere erste Überlegung. Machen wir das im Dialog? Die Studierenden stellen die Fragen direkt. Aber aus Zeitgründen haben wir uns jetzt für diese Form entschieden. Und ich denke, wir sind nicht schlecht gefahren damit. Vielen Dank. Ja. Und herzlichen Dank auch euch für das Interesse. Und ich hoffe, dass diese Fragen noch weitergehen, also dass die jetzt nicht mit diesem heutigen Tag abgeschlossen sind, so im Sinn, das haben wir jetzt abgehakt, da haben wir jetzt die Punkte dafür gekriegt, sondern dass das mit euch noch was weitermacht und dass wir für die Zukunft eben auch diese vielen Erfahrungen und diese, das Wissen der Vergangenheit auch mitnehmen können. Und die, ja, ihr müsst euch beeilen, bevor mich die Engel holen. Ich bin die Letzte, ich bin der Dinosaurier der Psychomotorik. Alle meine Kollegen in Genf, also Herr Gera, alle sind gestorben. Es ist niemand mehr da, nur ich bin noch da. Und wir sind froh, dass du da bist. Also ich danke auch von meiner Seite nochmal herzlich, dass du hergekommen bist. Und ich finde auch, dass du ganz vieles angesprochen hast, was wir ja auch schon jetzt im Unterricht angesprochen haben. Also ich hoffe, dass ihr auch die Bezüge wiedererkannt habt, dass die Namen, die sind ja alle schon gefallen, ob das Wigman war, Laban, ja, und so weiter, wo ihr einfach jetzt vielleicht die Unterlagen nochmal anders lest. Also ihr habt Texte dazu und ich wiederhole mich, ich habe euch das schon oft gesagt, ich finde, Texte lesen sich leichter, wenn die Personen darin anfangen zu leben und euch entgegenkommen. Das tust du jetzt ganz besonders, weil du eben hier bist. Und ich bedanke mich auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich, dass du hergekommen bist. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Okay. Das ist deine Vorlesung, die du mir geschenkt hast. Habe ich gern gemacht.